Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Codebox von Lukas Rieger. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Code von Lukas Rieger, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Ja, das Ganze habe ich euch hier bereits vorgestellt, und zwar dieses hier. Das war die eigentliche Box zum Album Code. Und ein paar Monate später erschien dann diese Variante hier, die sogenannte Tour Edition. Bedeutet, die Tour von Lukas Rieger, die eigentliche Tour, ich glaube die Deutschland-Tour, die war dann eben im Frühjahr, hat die stattgefunden, im Frühjahr 2018, war ausverkauft. Und ab November 2018 war Lukas Rieger dann auf Europa-Tour, also neben Deutschland auch noch ein paar andere Länder. Und anlässlich dieser Tour gab es kurz davor, im Oktober 2018, dann diese Tour-Edition hier. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Einmal hier bei der Schweißnaht. So, gut, wir haben hier eine schwarze Box, Lukas Rieger Code Tour Edition lesen wir hier, dann haben wir hier einen Sticker, einen FSK 0 Sticker, bedeutet wir werden hier auch wieder eine DVD vorfinden. Der Sticker ist abnehmbar, Gott sei Dank, also es ist nicht aufgedruckt worden, sondern wie gesagt mit einem Sticker gelöst, bedeutet wir machen ihn ab. Und dann sieht die Box gleich besser aus. So, den Interpreten haben wir hier abgebildet. Also vom Design her natürlich sehr nah dran an der ursprünglichen Box. Nur eben umgekehrt in Schwarz-Weiß und nicht in Weiß-Schwarz. Code. Hier unten Beteiligte und Barcode. Auf der rechten Seite Lukas Rieger. Hier nochmal diese Farbdinger, die wir hier vom Cover kennen. Auf der Rückseite haben wir die Tour-Dates. Also, wir haben hier die Tour jetzt 2018, 2.11. bis 20.11., also den kompletten November. Also Deutschland sehe ich jetzt hier, Brünn, okay. Was haben wir noch? Graz, also Österreich und Luxemburg. Okay, also doch diverse Länder hier, deswegen ja auch Europa-Tour. Dann schauen wir mal rein. Als erstes haben wir hier Folgendes. Einen Mini-USB-Ventilator, die DVD Backstage Report, das Album an sich, ein Poster und von innen die Box, wir können es hier sehen, auch noch speziell gestaltet. Also das, muss ich ehrlich sagen, sieht man echt selten. Man hat hier tatsächlich die Box innen mit diesem Foto eines Live-Auftritts bedruckt, und da kann man sich die so aufgeklappt zum Beispiel ins Regal stellen und dann hat man hier dieses Konzertbild. Nicht schlecht, also das sieht man echt selten, sowas. So, dann packen wir die Box mal zur Seite und nehmen uns erstmal das Album vor, das hier noch eingeschweißt ist. So, wir haben hier wieder Lukas Rieger Code. Ich gehe mal stark davon aus, es ist 1:1 das gleiche Album, das in der anderen Box war. Rein so von der Optik, ja, auf jeden Fall. Wir haben hier 11 Tracks mit drauf. Produziert von Abbas und Nessie. Dann hier wieder Beteiligte und Barcode. Dann schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Das sieht so aus, also Fotos von Lukas Rieger und dann hier wieder diese Farbspiele. So sieht das aus. Eine umfangreiche Danksagung. Und das war's. Also, sehr minimalistisch gehalten das Booklet. Ein paar Fotos, gar keine Lyrics oder Credits oder irgendwas und eben diese Danksagung. Ebenso minimal hier das Artwork des Albums bzw. der CD. Einfach hier in Weiß und Schwarz. So sieht das aus. Dann kommen wir zur DVD.
Die kommt hier in einer Papphülle, Backstage Report, FSK 0. Das hier allerdings aufgedruckt. DVD. Okay, dann schauen wir mal rein. Wir haben hier eine rote DVD, Backstage Report. So sieht das aus. Wie gesagt, kommt in einer Papphülle. Ich gehe mal stark davon aus, dass man hier so Einblicke bekommt in das Tourleben damals auf der Deutschland-Tour, die ja wie gesagt im Frühjahr 2018 stattgefunden hat und ja, da so ein bisschen hinter die Kulissen geführt wird. Dann haben wir als nächstes ein Poster. So, ziemlich groß. Hier oben lesen wir einmal Lukas Rieger Code Tour 2018 Part 2. Dann haben wir hier auch noch eine Unterschrift von Lukas Rieger. Also wie auch in der regulären Box hat man hier das Poster unterschrieben. In diesem Fall mit weißem Stift. Dann in der Mitte der Interpret abgebildet. So sieht das aus. Und darunter natürlich die Tourdates hier durch die diversen Länder. Dann noch die Beteiligten, die hier an dieser Tour mitgewirkt haben. Und auf der Rückseite weiß. Also einseitig bedruckt im Hochformat. Inklusive Unterschrift hier oben links. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier Mini-USB-Fan. Also Fan ist ja Englisch für Ventilator, Lüftung, sowas. Lukas Rieger Code lesen wir hier. Mini-USB-Fan. Okay, also hier haben wir so eine englische Anleitung, wie das Ganze zu verwenden ist. Man kann das entweder... Muss man den aufladen? Nein, also ich gehe mal davon aus... Mobile Phone Interface. Also man kann den entweder hier über diese Powerbank laden oder eben am Handy, würde ich jetzt mal sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass der auch direkt über das Handy funktioniert und nicht in der Powerbank aufgeladen werden muss, um dann am Handy zu funktionieren. Wir schauen einfach mal. Okay, also so sieht er aus. Kann man dann hier scheinbar anstöpseln. Da hat man so eine kleine Spitze. Und jetzt müssen wir noch hier den Teil hier reinbekommen. Ja, ich glaube, das passt. Genau. Und hier unten haben wir dann noch den Anschluss, den Adapter auf Micro-USB. Den kann man aber auch irgendwie abstöpseln, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und dann haben wir hier noch Mini-USB. Mini-USB, Micro-USB, was auch immer. Also hier noch einen zweiten Anschluss, je nachdem, welcher dann besser geeignet ist. Der natürlich dann eher so für die Powerbank zum Beispiel gedacht. Und hier der dann direkt fürs Handy. Ja, ich würde euch das jetzt gerne vorführen. Allerdings muss ich leider sagen... Ah, doch, na klar. Ich habe mein Handy doch da. Dachte jetzt, ich hätte es nicht da. So, wir schauen einfach mal, was da jetzt passiert. Und sperren das Handy. Okay, da tut es jetzt wenig. Wahrscheinlich muss man tatsächlich das Teil hier aufladen. Weil hier passiert jetzt gerade nichts. Okay, also ist das mit der Powerbank scheinbar echt nicht oder, sondern es ist wirklich Bedingung dafür. Also ich dachte jetzt, man kann hier entweder oder, aber nein. Man muss das scheinbar echt aufladen. Und erst dann kann man das am Handy verwenden. So, machen wir mal hier wieder raus. Bah. So sieht der aus. Lukas Rieger Code lesen wir hier. Links dann noch dieses kleine Logo, dieses Mosaik-Logo. Und dann packen wir das hier wieder zurück in die Verpackung. Gut, einen Boxinhalt, den konnte ich euch leider nicht zeigen. Und zwar gab es in der Box damals auch goldene Tickets. Und zwar auf insgesamt 10 Boxen verteilt. Also 10 goldene Tickets wurden auf der gesamten, in der gesamten Auflage versteckt. Und damit hatte man Zutritt zu einem Konzert seiner Wahl
und eben auch einen Backstage-Access, einen Backstage-Zugang zu Lukas Rieger. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Mini-USB-Ventilator, dann das Poster, einseitig bedruckt mit dem Autogramm, mit der Unterschrift, die DVD, Backstage Report, in der Papphülle und natürlich das Album an sich, Code im regulären Jewelcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Code von Lukas Rieger. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lukas Rieger unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.